Unser großes Thema heute, Fabinho, der hat Bock auf Mbappé beim FC Liverpool. Klar, wer hat das nichts? Wir wollen aber heute genau drauf schauen, ob der PSG-Superstar zum Team von Jürgen Klopp überhaupt passt. Und damit moin zu einer neuen Transfermarktshow und wir wollen heute mal auf den Club von Jürgen Klopp schauen, den FC Liverpool. Die eilen ja aktuell von Sieg zu Sieg, 38 Spiele haben sie mittlerweile nicht mehr verloren. Das ist echt eine unfassbare Zahl. Der Kader ist dementsprechend richtig gut aufgestellt, aber es gibt natürlich immer Optionen, an selbigen zu schrauben. Kollege Fabinho, der hat jetzt eine interessante Personalie erneut in den Raum geworfen. Gegenüber französischen Medien hat er nämlich gesagt, ich würde gerne Kylian Mbappé in Liverpool begrüßen. Klingt ziemlich wild, aber zur Einordnung, die beiden sind 2017 gemeinsamer französischer Meister mit Monaco geworden. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie geil wäre dieser Deal aus Liverpooler Sicht? Mit Mbappé würden die Reds auf jeden Fall einen zusätzlichen Superstar dazu bekommen. Denn was soll man zu dem 21-Jährigen noch sagen? Ich hau mal ein paar Facts raus. 108 Spiele hat er für Paris bisher gemacht, da hat er 79 Tore geschossen und 43 vorbereitet. Der Junge trifft alle 123 Minuten. Das sind jetzt keine Messi- oder Ronaldo-Zahlen, aber es sind richtig gute Zahlen. Was auffällt, jede Saison macht er einen weiteren kleinen Schritt mehr nach vorne. Diese Saison heißen die Stichwörter mehr Variabilität und mehr Verantwortung. Zu dem Thema, in dieser Saison ist Mbappé so ein bisschen aus dem Schatten von Cavani, vor allem aber aus dem Schatten von Neymar gesprungen. Er ist mittlerweile die Option Nummer 1 im Team, das ganze Spiel ist mehr oder weniger auf ihn zugeschnitten. Und eine Zahl, die das wirklich verdeutlicht, mit 13 Treffern ist er nämlich der Topscorer im Team von Thomas Tuchel. Zum Punkt 2, mehr Variabilität, auch da hat Mbappé in dieser Saison zugelegt. Er wird jetzt immer öfters auch im Sturmzentrum oder als hängende Spitze eingesetzt. Der klassische Außenstürmer, der die Linie nur noch rauf und runter läuft, der ist er auf jeden Fall nicht mehr. Nicht ohne Grund sind deswegen auch seine Statistikwerte nach oben gegangen. Unsere Kollegen von Matchmetrics, die haben jetzt genau das rausgefunden, was wir schon vermutet haben. Die Passwerte von Mbappé sind nämlich im Vergleich zur letzten Saison nochmal nach oben gegangen, was die These unterstützt, dass er mehr ins Spiel eingebunden ist als noch in der vergangenen Saison. Dazu hat er nochmal beim Dribbling draufgepackt, was als variabler Stürmer auch nicht ganz verkehrt ist. Aber jetzt mal wieder zurück zum Gerücht, Liverpool und Mbappé, würde das überhaupt zusammenpassen? Er würde den Kader von Liverpool auf jeden Fall auf den Kopf stellen, denn eigentlich hat Liverpool ja vorne genügend Qualität vorhanden. Wenn ich jetzt Jürgen Klopp wäre, dann würde ich Mbappé auf dem linken Flügel einsetzen, denn dort spielt er immer noch am häufigsten bei Paris. Kloppo hätte dann auf jeden Fall eine Luxusentscheidung zu treffen, er müsste sich nämlich zwischen Mané und Mbappé entscheiden. Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres, aber wir geben Kloppo jetzt ein bisschen Hilfe und zwar mit einem Vergleich. Mbappé geht in unserem Duell als Sieger hervor, fairerweise muss man aber sagen, dass er im Vergleich zu Mané in der schwächeren Liga spielt. Das also unbedingt beachten. Trotzdem, der Dribblingwert sticht schon deutlich ins Auge und auch vor dem Tor ist er einen Ticken effizienter als Mané. Über die Qualitäten im Passspiel haben wir gerade schon geredet, auch hier sticht er den Liverpooler aus. Unbestreitbar ist, denke ich, dass Mbappé jeder Mannschaft der Welt weiterhelfen kann, auch dem FC Liverpool. Mit Firmino, Salah, Mané und Mbappé könnte man sicher einige schöne Formationen bilden. Und Jürgen Klopp könnte bei der Fülle an Spielen in der Premier League auch easy durchrotieren, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieser Fall eintritt, was würdet ihr denn machen, wenn ihr alle vier im Kader hättet? Wen würdet ihr dann aufstellen? Einige von euch werden jetzt sicherlich dagegenhalten und sagen, die Reds, die kaufen doch eigentlich keine fertigen Superstars, sondern entwickeln sie selber. Bei Mbappé ist diese Sache aber nicht ganz so einfach, denn mit 21 Jahren hat er zwar schon eine mega Entwicklung genommen, abgeschlossen ist die aber noch lange nichts. Heißt für Jürgen Klopp, aus dem Jungen kann er definitiv noch einiges rauskitzeln, ähnlich wie bei Mané, Salah oder Firmino, könnte er dasselbe eigentlich bei Mbappé machen. Der Unterschied, Mbappé ist schon viel weiter als die anderen damals und er ist vor allem eines viel teurer als die anderen. Das Gesamtvolumen des Transfers inklusive Gehalt würde sich auf etwa 300 Millionen Euro belaufen. Das Ding ist jetzt, und jetzt wird es spannend, Liverpool hat erst kürzlich einen Deal mit Nike unterschrieben und tada, wer ist bei Nike unter Vertrag? Genau, Kylian Mbappé. Die wichtigste Frage ist jetzt natürlich, was will Mbappé selbst? Er schwärmt ja immer davon, einmal bei Real Madrid spielen zu dürfen. Und auch der Trainer Zinedine Zidane, der baggert ja immer heftig am PSG-Star. Rein von der Strahlkraft her, da wäre Real Madrid auf jeden Fall noch deutlich weiter vorne als der FC Liverpool. Aber würde man jetzt rein die sportliche Perspektive betrachten, dann wäre Liverpool auf jeden Fall die bessere Alternative. Zumindest aktuell. Um das Ding abzuschließen, es müsste schon relativ viel zusammenkommen, dass Mbappé zum FC Liverpool wechselt. Aber vielleicht sucht sich ja einer von den drei da vorne ab der neuen Saison eine neue Herausforderung. Und dann bräuchten die Liverpooler auf jeden Fall einen Ersatz. Wir wollen natürlich jetzt noch von euch wissen, ist das ein realistischer Deal oder ist es die typische Gerüchteküche im Januar?
Schreibt es gerne in die Kommentare unter der Folge und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder.